Puh. Jetzt bin ich wirklich wieder hier. Das ist das einzig auch Ungeile mit diesen Respawn-Punkten, ey, muss man sagen. Das muss ich hier super viel nochmal spielen. Hey, yo, komm her. Ja, richtig schwer, der Kampf, ganz ehrlich. Scannst du wieder? Richtig schwierig, Mann. Richtig schwer. Danke. So, Freunde. Und hier sind wir wieder. Ich musste die ganze Sache jetzt gerade nochmal spielen. Den Fighter gegen diese Truppen und dann nochmal gegen Sicherheitsdruiden. Ja. War aber ganz easy. Diesmal ganz clean. Das, was ich auch machen wollte, den diesen Truppler da runterstoßen, hat auch ganz easy funktioniert. Und jetzt sind wir hier, ne? Geht's weiter. Ich kletter hier eben nochmal rum, das haben wir das letzte Mal schon gemacht, aber ja, wir sind hier auf Kashyyyk und sind gerade mitten im Kampf gegen das Imperium eingestiegen mit Saw Gerrera unter anderem, den wir ja auch aus Star Wars Rogue One kennen. Also die Frage ist halt echt noch, wie komme ich da hoch, weil da geht's auch safe. Da ist noch irgendwas noch. Und diesen Sicherheitsdruiden, den wir auch aus Rogue One kennen, finde ich mega cool. Oh, da unten ist noch ein. Guck mal, guck dir das mal an. Kann ich da einfach hin? Das ist die Frage. Weil ich weiß nicht, ob ich danach nochmal zurück... Also komme ich danach wieder hoch. Aber das Echo müssen wir uns natürlich mitnehmen. Warte mal. Die Frage ist halt echt, komme ich danach nochmal hoch? Hoffentlich. Ich weiß zwar nicht wo... Das Imperium vergiftet den Planeten. Okay, doch. Easy. Jo, klar, den Jump. Was kann er denn, Junge? Assassin's Creed, sein Vater ist er. Alter, was war das für ein Jump, bitte? Alles klar. Cal Kestis, Junge. Ja, genau. Wie gesagt, mitten im Kampf hier gegen das Imperium haben wir uns die Saw Gerreras Guerillatrupp angeschlossen, um dann irgendwann zum Baum zu kommen und natürlich auch Tarful zu treffen und so. Und jetzt müssen wir hier gerade diese schöne Raffinerie müssen wir jetzt hier gerade infiltrieren und ausschalten und so. Ja, aber jetzt können wir doch hier einfach weiter, oder nicht? Ja, ja, er geht nicht mal. Und weggeschwitzt. Die Truhe müssen wir uns jetzt noch gerade holen. Ich überlege gerade. Weil ich denke mal, den Sprung schaffen wir nicht, selbst mit Sprint. Ich kann es einmal ausprobieren, aber ich glaube, den schaffen wir nicht, selbst mit Sprint. Nee. Nee, das wird nichts. Wir können halt das hier jetzt überladen. Aber ich schaffe da auch nicht den Sprung dann von darüber. Also ich schaffe ja beide Sprünge nicht. Ich könnte da noch lang. Da hoch könnte ich. Geht's jetzt hier weiter? Ja, da und da. Wir gehen mal eben hier. Wir gehen erstmal hier lang. Oh, hier ist ein Aufzug. Aber wie gesagt, ich könnte... Ach stimmt, ich kann ja die Scheiße beenden. Also irgendwie. Ich dumm. Danke. Ja, gut. Nee, muss ich da oben jetzt noch rein? Weiß ich nicht. Können wir mal ausprobieren, ob das was bringt. Ich brauche hier etwas Hilfe. Dann müssen wir halt den Kack jetzt hier. Aber ich rall auch gar nicht. Wo müssen wir das denn stoppen? Das überlege ich gerade. Wahrscheinlich müssen wir einmal rüber. Genau, so müssen wir es machen.
müssen einmal ganz rüber. Dann hier lang. Ganz easy. Und dann müssen wir es hier nochmal stoppen. Rückzug zu den Zellen! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. So. Was kann ich denn hier scannen? Sind da noch Wookies drin? Jo, da sind noch Wookies drin. So. Aber die habe ich dir gerade alle befreit, oder nicht? Zu den Zellen! Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich wirklich weiter, wa? Los, los, los! Ja, hallo? Müssen Sie da rausholen? Kann ich da nicht anmachen? Dann los! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Ja, Sicherheitsrede, du wolltest nicht, ne? Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Der Rat ist ausgefallen. Alter! Als ob er mich da bekommen hat. Hast du keinen Bock, dein Laserschwert rauszuholen? Ich kann sagen, Alter. So. Warum kriege ich eigentlich keine Macht, wenn ich ihn angreife? Mal so ganz doof gefragt. Hallo, hallo. Ah doch, ich hab volle Macht, deshalb. So, mit Finisher. Ja, nicht so clean gespielt. Wir interagieren einfach mal, ne? Mit allem möglichen hier, was wir finden. Ah, nice, die Zellen wurden geöffnet. Übrigens, heute ohne irgendwie Kopfhörer oder so, weil ich muss hören, falls es klingelt. Weil noch ein Paket kommt. So, jetzt können wir hier einfach auf dem Dach. Okay. Zeit für einen Snip. Jo. Viel zu knapp. Ich soll jetzt auf nach unten, aber ich muss noch nach oben. So, wo bin ich jetzt? Hier bin ich jetzt. Hier, wo ich unten wäre, oder? Ah nee, warte mal, hier bin ich jetzt. Okay. Und das ist jetzt der Aufzug. Womit ich zum Dach komme, richtig? So, der hat jetzt Strom. Okay. Wir müssen aber eben noch... Wir schauen mal kurz. Fähigkeitenbaum. Ich glaube, wir wollten auf höhere maximale Macht gehen. Jo. Wir müssen noch die andere Abkürzung freischalten. Also diese anderen, weil da kommen wir jetzt halt hin, ne, mit dem Aufzug, aber wir wollten noch den ganzen Weg jetzt nochmal gehen. Eigentlich ein bisschen unnötig. Weil wir kommen auch hier mit Sicherheit nochmal her. Und dann können wir es eigentlich dann machen. Haben wir auf Sepho auch, ja, noch einige Wege gar nicht ergründet. So, gehen wir mal hoch, ne. Aufs Dach sollen wir, aufs Dach gehen wir. Hier wird heftig gefightet, habe ich das Gefühl. Oh ja. Komm her. Ich habe gar nicht ausprobiert, dass ich die überhaupt auch blocken kann. Ey, wir sollten vielleicht erst die Ads machen. Ads meine ich die fucking Flametrooper, Alter. So, komm her. Fuck, 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 ich kam nicht ganz ran. Nein, nicht ihn! Oh, Junge! Kann ich mir jetzt das dumm reinballern? Nein! Oh, fuck. Ganz knapp. Easy! Weggeschlitzt. Ganz einfach weg. Oh, hier kommt neue. Ja, aber es sind ja nur Schuss. Freunde, wollt ihr nicht? Okay.
Ja, ja. Was macht er denn da? So, die mal kurz mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Blitz. Komm her. Und weggefinisht. So, komm noch mehr. Was für ein Rumpf denn? Ach so. Ja, hi. Oder oben sind noch Leute. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, dann, jetzt mal ohne Stim noch. Und ohne Machtenergie. Jetzt muss ich ihn wirklich safe runterspielen, habe ich das Gefühl. Und wir brauchen safe das große Lichtschwert für die, um die Schüsse zu blocken. Weil es damit einfach besser geht. Was? Wohin? Als ob er den jetzt wirklich dann drüber geballert hat, ey. Ganz ehrlich. Ist doch nicht sein Ernst. Ich drücke doch blocken die ganze Zeit. Block doch! Warum blockt er nicht? Er läuft dann weg, ohne zu blocken. Ja, aber mit dem wenigen Leben und ohne Stim war es ein bisschen vorherzusehen, dass wir ihn nicht schaffen. Wie gesagt, wenn er dann noch aufhört zu blocken und sich einfach immer wegdreht, wenn ich den hier mache und dann er einfach wegläuft, anstatt so halt zu blocken. Naja, egal. So, jetzt sind wir hier. Und können ganz easy wieder hoch. Der Fight ist ja auch schon im Gang. Und dann müssen wir ihn halt gleich machen. Ich weiß nicht, ist jetzt gerade auch nur noch er da? Weiß ich gar nicht. Nee, alle sind nochmal von vorne da. Das ist natürlich nicht so geil. Komm, dann machen wir jetzt erstmal ihn hier. Er ist verwundet. Ja, ist ja gut. Warum kannst du... Ausweichendes Verhalten. Ich stehe vor ihm und treffe ihn nicht? Haltet mir den Rücken frei. Du kannst... So. Sie wehren sich immer noch? Ja, tue ich. Scanner ist ausgefallen. Warum denn? Warum kommen die denn jetzt schon? Warum kommen die denn jetzt schon? Rall ich nicht. Warum kommen die denn jetzt schon? Und warum sind hier immer Leute am... Ja, ja. Nein. Dodgen. So. Problem ist, dass jetzt halt auch gleich sofort der ATS, die kommt, gegen den ich wenig tun kann, wenn hier gleichzeitig noch der Teil Sicherheitsrolier am Start ist. Komm schon. So, und jetzt muss ich nur ihn einmal treffen. Warum nicht? Naja, egal. So, jetzt habe ich wieder Macht und Leben wiederbekommen. Das ist ziemlich gut. Jetzt sollten wir ihn auch eigentlich bekommen. Wenn er mal anfängt, mit seiner fetten Rakete zu ballern. So nämlich. Ja, bei denen hier nicht. Bei denen hier schon. Jo, komm. So, die Kapitän, warum kann ich denn die eigentlich nicht zurückmachen? Ganz ehrlich. So, komm schon. Ja. Oh, fuck. Habe ich kurz die Deckung unten gelassen. So, weggeschlitzt. Ganz easy, da kommt jetzt noch einer raus. Hi? Nicht? Nee, warum nicht? Hä? Achso, Zwischensequenz. Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde,
Familie, an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choicek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choicek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Ja, ist klar. Heftiger Fight hier. Kann ich mit den allen hier irgendwie reden? Was, kann ich hier was machen? Jo, kann ich. Was kam denn jetzt dadurch? Das Teil da? Ich meine, weil das Kabel ging ja hier irgendwo hin. Naja. Ja, der Fett war nicht so mega clean, aber... Ne, so, mit ihm hier kann ich noch reden. Brauchen wir aber nicht. Steht noch irgendwo Loot? Nee. ATS, die ist so einfach weg. Würde ich sagen, müssen wir jetzt hier rein. Ah, wir müssen zur Mantis wieder zurück jetzt. Okay, ja dann. Machen wir das mal, ne? Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sethograb finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Ei, das ging schnell. Ja, okay. Denkst du, Thor und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? So, das hier kann ich jetzt auch überladen. Danke. Für alles. Und hier war dann noch ein Echo, was ich mir holen kann, ne? Die Sache ist, in der Zeit sind hier natürlich die Viecher auch alle respawned. Und wie komme ich da jetzt rüber? Weil ich kann ja nicht hoch, so. Wie komme ich da hin? Komme ich da erst später hin? Wahrscheinlich komme ich da erst später hin. So, dann gehen wir mal hoch wieder. Und ab zur Mantis. Mal eine Runde meditieren. Und mal schauen. Ja, das hier ist auch immer noch ein heavy. Heftiger Fight. Ah, hier kann ich was scannen. Ein Gonk-Droide. Gonk. Gonk. Ich schau grad mal, was ist denn jetzt der... Ach, jetzt müssen wir wieder zurück auf Sephiroth. Und dahin, wo wir hin wollten, zu dieser Ausgrabung. Alles klar. Da, wo wir das Schiff auf dieser Landeplattform gesehen hatten, ne? I see. Ich erinnere mich. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Kehren zurück nach Sephiroth. Ich weiß, wir haben hier, wie gesagt, noch super viel nicht erkundet. Aber wir kommen hier nochmal hin zurück, wenn wir dann irgendwann zu Tarful kommen. Und so können wir bestimmt hier nochmal sehr viel erkunden. Guck, da gibt es noch drei Wege. Hier könnten wir noch lang mit dem Aufzug. Also es gibt noch einiges zu erkunden. Aber wie gesagt, kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder zurück. Hey, Seer. Können wir mit denen reden? Du bist unversehrt zurück. Mari Kosan hat uns gesagt, dass du Tarful nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts.
Junge Grease, Alter. Er ist wirklich ein Miesmacher, ne? Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Nee, bist du nicht. Positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Mein Gott, Alter. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Traf wohl nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. So nämlich. Alter, wir gehen jetzt hier an Bord. Wir meditieren jetzt ganz entspannt. Ne? Wir pflanzen einen Terrariumsamen ein. Guck mal, hier die Blumen, die wachsen langsam. Eine schöne Erinnerung an unsere Ziele. Ja. Und wir wissen auch, dass es auf Bogano noch einiges gibt. Und ich glaube, da gehen wir jetzt erstmal hin und verbringen mal eine Folge da. Oder? Da wollten wir noch... ich schau gerade mal. Ich glaube, das ist ganz cool. Das ist aber, glaube ich, usefuler, weil wir auch mehr Leben halt bekommen ja aktuell. Wir haben jetzt schon zweimal mehr Leben geskillt. Da sollten wir auch mehr Leben zurückbekommen, wenn wir einen Stim einsetzen. Wir ruhen uns aus. Und dann würde ich sagen, wenn ich an dieser Stelle die Folge, denn dann fliegen wir jetzt nach Bogano, erkunden uns da noch, gucken uns einfach da mal ein bisschen um. Oder ergibt es gerade Sinn? Ich überlege, ob das gerade Sinn ergibt, dass wir jetzt nach Bogano gehen. Ich weiß halt noch, da gibt es dieses eine Vieh und das bewacht eine Truhe. Und an die können wir jetzt ran, weil das ist, war eine mit einem Scomp-Anschluss. So, an die könnten wir jetzt ran und dann könnten wir die holen. Das wäre doch ganz cool. Dann machen wir dieses fette Vieh weg. Also nicht das ganz fette, was da ist, da, ne? Aber das halt in dieser Höhle da. Holen uns die Truhe. Haben dann mal ein bisschen Loot oder so. Keine Ahnung, gucken mal, wo wir uns noch vielleicht umschauen können jetzt mit den unseren neuen Fähigkeiten und so. Und dann gehen wir danach nach Sepho. Ich finde, das ist ein guter Plan. Ich rüste jetzt auch in der Zeit dann um. Sprich, ich fliege dahin und kleide mich auch entsprechend für den Planeten, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge sofort auf Bogano wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.